Ich habe jetzt seit, ich glaube, einer Woche oder 2 Wochen fast gar nichts gelesen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich nicht die Lust dazu. Und das Buch, was ich gerade lese, lese ich seit gefühlt 3 Jahren und ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese Geschichte. Sie gefällt mir eigentlich gut und es ist gerade auch ein sehr spannender Punkt, denn ich habe nicht mal mehr 100 Seiten zu lesen. Aber irgendwie kann ich mich nicht dazu motivieren, dieses Buch fertig zu lesen. Und das ist Die Brüder Karamasow von Dostojewski. Wie gesagt, ich lese das jetzt seit fast 2 Monaten und habe auch wirklich nicht mal mehr 100 Seiten zu lesen. Aber diese 100 Seiten begleiten mich, ich glaube, bald seit 3 Wochen. Und oh, es ist wirklich anstrengend. Ich habe gar keine Lust, diese Geschichte weiterzulesen, aber ich möchte das Buch natürlich fertig lesen, vor allem jetzt, wo ich so kurz vorm Ende bin, weil ich mich selbst nicht genug dazu motivieren kann, weiterzulesen, dachte ich mir, ich mache einen Lesevlog. Also in diesem Video nehme ich euch einfach für eine ganze Woche mit und zeige euch realistisch, wie viel ich wirklich pro Woche, pro Tag lese. Ich habe gestern am Abend ein Kapitel gelesen, weil ich mir gestern schon dachte, okay, ich muss wieder anfangen zu lesen. Und genau, ich bin jetzt auf Seite 1163 und ich werde jetzt gleich noch ein oder zwei Kapitel lesen. Ich bin nämlich heute extra früh aufgestanden. Ich habe schon Sport gemacht, was ich jetzt auch, ich glaube, seit 3 Wochen nicht mehr gemacht habe. Also ich versuche gerade ein bisschen in eine neue Routine zu kommen, weil ich seit ich eigentlich vor 2 Monaten zurück nach Österreich gekommen bin, keine Routine habe. Normalerweise bin ich ein riesen Routinenmensch und ja, ich habe einfach gemerkt, dass mir die Routinen fehlen. Dann habe ich noch schnell meine Haare gewaschen und ich habe gestern selbst Eistee gemacht und das schmeckt so lecker. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiterlesen und hoffe, dass ich einfach in den nächsten 2 Tagen vielleicht dieses Buch endlich fertig lese und ich freue mich schon dann gemeinsam mit euch ein neues Buch auszusuchen, was ich lesen werde. Ich habe schon ein paar Ideen, was ich lesen möchte. Es regnet auch gerade draußen, es ist super grau, es ist sehr kalt und das ist auch das perfekte Lesewetter. Also ich freue mich jetzt wirklich, das Buch weiterzulesen und ja, das mache ich jetzt. Leute, ich habe es endlich geschafft. Ich habe gestern die Brüder Karamasow fertig gelesen und ich bin so froh, um ehrlich zu sein, dass das Buch endlich fertig ist. Ich habe es jetzt seit knapp 2 Monaten gelesen und ich fand es einfach super anstrengend, die ganze Zeit nur diese Geschichte zu lesen. Ich hätte zwischendurch Lust gehabt, ein anderes Buch zu lesen, aber das mag ich eigentlich nicht so gerne, denn ich konzentriere mich gerne auf ein Buch, lese dieses Buch fertig und starte dann erstmal Neues. Aber wenn ich wieder so ein dickes Buch lese, dann denke ich, werde ich nebenher ein zweites Buch lesen, einfach um, ja, wenn ich keine Lust auf diese eine Geschichte habe, eine andere Geschichte lesen kann. Ja, ich finde es schwierig, dieses Buch zu bewerten, denn eigentlich fand ich es sehr spannend. Die Geschichte war super interessant und der Schreibstil von Dostojewski gefällt mir auch sehr gut, aber ich habe wirklich zwischendurch gestruggelt, weil ich einfach gar keine Lust hatte, das Buch zu lesen. Und deswegen, ich weiß nicht. Und außerdem finde ich den Schluss sehr unbefriedigend. Also irgendwie war das gar nicht der Schluss, mit dem ich gerechnet hätte, denn wir wissen jetzt irgendwie nicht, was mit den Brüdern passiert. Also wir wissen gar nicht, was mit, nicht mal, was mit einem von den Brüdern passieren wird. Und das finde ich ein bisschen schade, aber ja, ich bin froh, dass ich das Buch jetzt zur Seite legen kann, dass ich es hinter mir habe. Ich denke, wenn ich jetzt darüber nachdenke, also ich habe jetzt nicht nur für eine Sekunde darüber nachgedacht, aber wenn ich an Verbrechen und Strafe denke, hat mir Verbrechen und Strafe doch besser gefallen als die Brüder Karamasow. Verbrechen und Strafe hatte, glaube ich, auch 500 Seiten weniger oder so und vielleicht liegt es auch daran, also das andere Buch von Dostojewski hat sich irgendwie gar nicht gezogen. Ich hatte immer Lust, das zu lesen und das war wirklich nicht immer so hier. Aber ja, das war Die Brüder Karamasow.
ich denke, ich werde noch oft an dieses Buch denken und auch an die Charaktere denken, aber jetzt bin ich froh, dass ich es zur Seite legen kann. Wir vielleicht, oh, ich habe gestern das Buch fertig gelesen, das heißt, hier habe ich 77 Seiten gelesen und dann habe ich gestern ein neues Buch gestartet. Ich war super lange wach und dann war ich schon super müde, also ich habe nicht mehr viel gelesen. Ich glaube, ich habe in meinem neuen Buch ungefähr 6 Seiten gelesen, also ich glaube, ich habe gestern dann insgesamt 83 Seiten gelesen und jetzt habe ich mit der Verwandlung, also die Verwandlung von Franz Kafka gestartet. Ich wollte dieses Buch auch schon super lange lesen und bin jetzt auch sehr gespannt auf die Geschichte. Ich habe jetzt dieses Buch gewählt, weil es einfach so dünn ist. Ich glaube, was ich gestern gesehen habe, gibt es nur 3 oder 4 Kapitel und es hat wie viele Seiten? Es hat 77 Seiten, also vielleicht werde ich dieses Buch auch heute gleich fertig lesen. Aber ja, diese 6 Seiten, was ich bis jetzt gelesen habe, finde ich schon ziemlich spannend und wir sind irgendwie direkt mitten in die Geschichte gekommen. Es gab keine lange Einleitung, keinen Prolog oder irgendetwas in dieser Richtung. Wir waren wirklich direkt in der Geschichte und das fand ich super spannend, obwohl ich mir eine Einleitung gewünscht hätte, vor allem jetzt, nachdem ich 2 Monate das gleiche Buch, die gleiche Geschichte gelesen habe. Aber ja, ich bin schon sehr gespannt, wie mir dieses Buch gefallen wird, denn viele Leute kennen dieses Buch, viele Leute haben dieses Buch gelesen und ich habe schon viele positive Dinge darüber gehört und deswegen bin ich jetzt wirklich auf meine eigene Meinung gespannt und auch auf den Schreibstil von Kafka, denn ich habe noch nie ein Buch von Franz Kafka gelesen. Ich werde jetzt noch ein bisschen lesen, bevor ich arbeiten muss und dann denke ich, sehen wir uns am Abend wieder, falls ich dieses Buch beende und sonst wahrscheinlich morgen früh mit einem Update, wie viel ich heute gelesen habe. Kurzes Update von mir. Es ist jetzt Donnerstagabend, wie man vielleicht an meinen Haaren und auch an meinem Gesicht erkennen kann. Ich bin schon ziemlich müde, obwohl es erst 8 Uhr ist. Aber ich wollte euch ein kurzes Update geben, denn ich habe ein bisschen weitergelesen bei Die Verwandlung. Ich bin auf Seite 34 und es ist irgendwie noch nicht sehr viel passiert, aber ich denke, ich bin jetzt schon ungefähr bei der Hälfte. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben Gregor, den Hauptcharakter, gar nicht als Menschen kennengelernt, sondern er war irgendwie direkt eine Kakerlake. Und wir haben jetzt so verfolgt, wie er sich an seinen neuen Körper gewöhnt und seine Familie hat ihn gesehen und er wollte auch direkt erstmal zur Arbeit gehen und hat sich auch irgendwie Sorgen gemacht, wie er zur Arbeit kommen kann, denn ja, er musste sich an den Körper gewöhnen und hat zuerst versucht, auf 2 Beinen zu gehen, was natürlich nicht funktioniert, wenn man eine Kakerlake ist und ja, irgendwie ist noch nicht super viel Spannendes passiert. Also die Geschichte ist unterhaltsam auf jeden Fall und ich freue mich jetzt auch darauf weiterzulesen. Aber ich bin gespannt, was jetzt in der zweiten Hälfte passieren wird. Das Buch hat nur 3 Kapitel. Seine Schwester spielt eine ziemlich große Rolle und ich finde es irgendwie komisch, dass niemand hinterfragt, dass Gregor plötzlich eine Kakerlake ist. Und was ich mich frage, was ich wirklich gerne wissen würde, ist, ob er eine Kakerlake in Kakerlakengröße ist oder bei einer Kakerlake in Menschengröße ist. Denn ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Aber ja, bis jetzt war er nur in seinem Haus und hat irgendwie versucht, mit seiner Familie zu kommunizieren, aber er kann natürlich nicht sprechen, er ist kein Mensch mehr. Und er versteht aber seine Familie und ich denke, dass er denkt, dass seine Familie nicht weiß, dass er sie versteht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Familie weiß, dass Gregor eigentlich alles versteht, was sie sagen. Aber ja, ich finde das Buch sehr schräg, aber auch sehr unterhaltsam. Also ich freue mich jetzt drauf, das weiterzulesen. Und ich denke, ich werde es vielleicht auch noch heute zu Ende lesen, denn die Geschichte ist wirklich sehr leicht zu lesen und auch ziemlich schnell zu lesen. Also ich denke, ich werde es vielleicht heute beenden und ja, ich werde mich jetzt ins Bett legen, mich gemütlich machen und weiterlesen. Okay, Leute, es ist kurz vor 9:30. Ich habe Franz Kafka, die Verwandlung, beendet und
was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen nicht verwirrt, aber irgendwie überrascht, denn das Ende war super traurig und damit hätte ich irgendwie nicht gerechnet. Also ich dachte, dass es ein anderes Ende geben wird. Ich möchte jetzt nicht spoilern, denn ja, falls ihr das Buch noch lesen möchtet, dann möchte ich es euch nicht spoilern. Aber in dem Buch werden wirklich in so kurzer Zeit so viele interessante Punkte behandelt, wie die Familiendynamik, aber auch der Einfluss von Isolation, was ich jetzt besonders nach der Pandemie und den Lockdowns auch ziemlich interessant finde. Und allgemein habe ich irgendwie in letzter Zeit super viel über die Isolation gehört und dass wir Menschen uns jetzt irgendwie immer mehr von anderen isolieren, auch durch Social Media und durch das ganze Internet. Aber ja, ich fand das Buch wirklich sehr interessant und ich finde, es regt auch wirklich zum Nachdenken an. Das Buch war super einfach geschrieben, sehr schnell zu lesen. Ich bin sehr froh, dass ich das Buch jetzt endlich gelesen habe, obwohl ich eigentlich nicht genau wusste, was mich erwartet. Und ich denke, ich werde als nächstes vielleicht Happy Place von Emily Henry lesen, denn das Buch steht jetzt auch wirklich schon seit, ich glaube, zwei Monaten auf meiner Liste und ich habe es noch nicht geschafft, das zu lesen. Und ich habe es hier schon auf meinem Kindle gekauft, also ja, ich glaube, das werde ich als nächstes starten. Guten Morgen, Leute. Es ist Freitag. Ich sitze hier mit meinem Kaffee und starte auch gleich mit meiner Arbeit. Aber ich dachte, ich gebe euch vorher noch kurz ein Update. Denn wie ihr gestern gehört habt, habe ich Franz Kafka, Die Verwandlung, fertig gelesen. Und ich fand das Buch sehr überraschend, aber es hat mir gefallen. Und ich war dann eigentlich schon ziemlich müde, aber dachte mir, irgendwie habe ich noch Lust, etwas zu lesen, bevor ich schlafen gehe. Und ich habe dann meinen Kindle geholt seit, ich glaube, 1,5 Monaten wieder. Und ich habe mit Happy Place angefangen. Ich habe nur 2 Kapitel gelesen, also ich bin jetzt bei Kapitel 3. Aber ich muss sagen, ich finde das Buch schon sehr spannend und bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht. Am liebsten würde ich gleich weiterlesen, aber ich muss arbeiten. Und ja, schreib mir mal gerne, ob du Happy Place gelesen hast und was deine Gedanken dazu waren, aber bitte ohne Spoiler. Obwohl, vielleicht bin ich schon fertig, wenn ihr dieses Video seht, ich hoffe. Ich habe gesehen, das Buch hat 400 Seiten, also ich denke, ich werde nicht allzu lange dafür brauchen, weil auch diese ja, Liebesromane eigentlich immer sehr einfach und sehr schnell für mich zu lesen sind. Und ja, ich habe wirklich schon lange jetzt keines mehr von diesen ja, romantischen Geschichten gelesen. Vielleicht zählt Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow als so eine Geschichte, aber keine Ahnung. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall mal wieder auf so ein, ja, leichteres Buch und auf leichtere Unterhaltung, denn ich glaube, Emily Henry ist doch ein bisschen einfacher zu lesen als Dostojewski. Ich habe mir jetzt außerdem gedacht, dass ich mal versuchen möchte, 2 Bücher gleichzeitig zu lesen, denn vor allem am Kindle ist es so bequem, abends im Bett zu lesen. Ich habe gestern alle Lichter ausgemacht, habe den Dunkelmodus am Kindle eingeschalten und einfach gelesen, bin schon wirklich fast während dem Lesen eingeschlafen, weil ich so müde war. Und ja, es ist einfach so bequem, abends mit dem Kindle zu lesen, das ist wirklich verrückt. Und ich dachte mir, um auch vielleicht ein bisschen ein anspruchsvolleres Buch zu lesen, wähle ich noch eine sehr kurze Geschichte aus. Und das hier ist von John Steinbeck, Of Mice and Men. Und ich kann euch gar nicht genau sagen, worum es geht. Also ich habe eigentlich nur nach einem neuen John Steinbeck Buch gesucht und habe dann, glaube ich, gehört oder gesehen, dass das gute Bewertungen hat oder keine Ahnung, warum ich mich dafür entschieden habe. Aber ich habe es jetzt hier und ich bin wirklich gespannt. Also, oh, dieses Buch hat den Nobelpreis der Literatur gewonnen. Das wusste ich nicht. Okay, interessant. Und was steht hier? The compelling story of 2 outsiders striving to find their place in an unforgiving world. Drifters in search of work, George and his simple-minded friend Lenny have nothing in the world except each other and a dream. A dream that one day they will have some land of their own. Eventually, they find work on a ranch in California's Salinas Valley. Salinas Valley ist auch der Ort, an dem East of Eden spielt. But their hopes are doomed as Lenny, struggling against extreme cruelty, misunderstanding and feelings of jealousy, becomes a victim of his own strength.
Tackling universal themes and giving voice to America's lonely and dispossessed of Mice and Men has proved one of Steinbeck's most popular work, achieving success as a novel, a Broadway play and 3 acclaimed films. Okay, das ist sehr spannend. Ja, ich freue mich auch, dieses Buch zu starten, aber ich denke, ich werde mich jetzt eher auf Happy Place konzentrieren, weil ich einfach wirklich gespannt bin, wie das Buch weitergeht. Ich weiß eigentlich gar nicht, um was es in Happy Place geht, aber ich habe 2 Bücher von Emily Henry gelesen, People We Meet on Vacation und auch Book Lovers, und beide haben mir sehr gut gefallen. Beide sind sehr einfach zu lesen gewesen, aber auch sehr unterhaltsam, und ich mag auch den Schreibstil von Emily Henry gerne. Deswegen wusste ich schon, okay, es gibt ein neues Buch, das muss ich auf jeden Fall lesen. Und bis jetzt haben wir die 3 Freundinnen kennengelernt, um die es im Buch geht. Und ich glaube, eine ist mehr oder weniger so der Hauptcharakter, denn sie ist auch die Protagonistin. Und ja, diese Freundinnen haben sich in der Universität kennengelernt. Sie wurden durch Zufall einfach in das gleiche Studentenwohnheimzimmer gesteckt und seitdem sind sie befreundet, und alle sind irgendwie sehr unterschiedlich, was ich jetzt gehört habe oder gelesen habe. Und eine der 3 Freundinnen hat eine sehr wohlhabende Familie und die haben ein Haus am Meer. Da haben sie sich bis jetzt jeden Sommer getroffen, beziehungsweise jeden Sommer eine Woche gemeinsam an diesem Haus verbracht. Und jetzt haben sie sich, glaube ich, 1 Jahr nicht gesehen und treffen sich jetzt wieder an diesem Haus am Meer. Und unsere Protagonistin, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, aber sie hat einen Verlobten und der ist auch bei diesem Haus und sie wusste das irgendwie nicht, und scheinbar ist zwischen ihr und ihrem Verlobten etwas vorgefallen, denn ich denke, sie sind gar nicht mehr verlobt, aber ihre Freunde wissen nichts davon und plötzlich ist er irgendwie auch bei diesem Urlaub dabei und sie wusste das nicht. Und das ist alles, was ich bis jetzt gelesen habe, aber es scheint sehr spannend zu werden. Ich bin sehr neugierig, wie sich die Geschichte entwickeln wird, und ich glaube, so ein Buch über Freundschaft habe ich vielleicht noch nie wirklich gelesen, denn die meisten Bücher sind immer irgendwie diese romantischen Geschichten, und deswegen ist das vielleicht auch mal etwas Neues. Das ist mein Update. Ich weiß nicht genau, auf welcher Seite ich bei Happy Place bin. Ich habe 4% gestern gelesen, also vielleicht, ich glaube, das sind ungefähr 16 Seiten oder so. Ich denke, ich werde auch heute oder vielleicht morgen auf Mice and Men anfangen, einfach weil ich wirklich sehr gespannt bin, was in diesem Buch passiert. Und ich sehe schon, ich liebe den Druck in dem Buch, denn der Text ist sehr groß, sehr einfach zu lesen. Denn manche andere Bücher haben einen so kleinen Text, dass es wirklich anstrengend ist, das Buch zu lesen. Aber das hier sieht sehr angenehm für die Augen aus. Und ja, ich bin gespannt auf beide Bücher und wie viel ich auch in dieser Woche lesen werde. Denn ich habe noch nie wirklich mich selbst beobachtet und wie viele Bücher ich pro Woche lese, beziehungsweise wie viele Seiten ich pro Woche lese. Obwohl ich auch sagen muss, dass jetzt das Buch von Kafka und auch dieses von John Steinbeck wirklich nicht sehr dick waren. Kafkas Buch hatte, ich glaube, 77 Seiten und dieses Buch hat 105 Seiten. Also das sind wirklich kurze Bücher, und das behaltet mal im Kopf, denn wenn ich jetzt 3 oder 4 Bücher in einer Woche lese, ist das eher sehr selten und nicht die Norm, also nicht der Normalzustand. Aber ja, das war mein kurzes Buchupdate für Freitagvormittag. Lass mich gerne wissen, was du gerade liest, wie es dir geht, ob alles okay ist, ob du deinen Sommer genießt und auch, ob du vielleicht Pläne für den Sommer hast. Ich habe Pläne für dieses Wochenende und ich habe schon ziemlich Angst vor diesem Plan. Ich denke, ich werde euch auch mitnehmen, denn ich werde mit meinem Freund zelten gehen, beziehungsweise werden wir in einem Biwak schlafen. Frag mich nicht, was das genau ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich war, als ich jünger war, öfter mal zelten. Und ich war mit meinen Freundinnen zelten, als wir 16 oder so waren. Und da waren wir aber direkt am See in so einem Strandbad. Also das war jetzt nicht so gruselig. Aber mit meinem Freund möchte ich zu dem See in Norditalien gehen, den ihr vielleicht in einem von meinen letzten Vlogs gesehen habt. Und wir möchten dort einfach im Wald zelten. Und ich bin ein riesiger Angsthase. Ich mag es nicht, in der Nacht draußen zu sein, schon gar nicht im Wald oder irgendwo in einem Gebiet, wo es nicht sehr viele Leute gibt, obwohl das vielleicht sogar sicherer ist, als man ist in einer großen Stadt nachts unterwegs. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie macht mir das große Angst. Ich mag auch die Dunkelheit jetzt nicht besonders gerne und ich hasse Insekten, ich habe Angst vor Insekten. Und ja, deswegen ich wusste lange nicht, ob ich das machen möchte oder nicht, aber ich habe so Lust, mal in der Natur zu schlafen, und ich denke, wenn wir hier
an diesem See schlafen, ist das unglaublich schön, wenn man dann morgens irgendwie mit der Sonne aufwacht und alles noch so ruhig ist und man vielleicht morgens gleich direkt in den See springen kann. Aber ja, mal schauen. Das ist auf jeden Fall der Plan für das Wochenende. Also werdet ihr vielleicht auch in diesem Video ein bisschen davon sehen, denn ich werde natürlich auch Bücher mitnehmen, wenn wir 2 Tage da verbringen. Und ja, also schreibt mir gerne eure Wochenendpläne, eure Sommerpläne und ob ihr auch zelten wart, ob ihr zelten mögt oder was eure Gedanken dazu sind. Und ich werde mich jetzt auf die Arbeit vorbereiten und dann in jeder freien Minute oder in jeder Pause, die ich irgendwie finden kann, meine Bücher weiterlesen. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal Happy Place weiterlesen, denn während der Arbeit, wenn ich ja ziemlich konzentriert bin, dann ist es vielleicht einfacher, ein einfacheres Buch zu lesen, und dann vielleicht werde ich am Abend ein bisschen auf Mice and Men lesen, und ich freue mich schon, euch am Laufenden zu halten und zu sehen, was in den Büchern passiert. Ich melde mich jetzt wieder bei euch. Es ist Montagabend, ich bin gerade zurück von unserem Campingausflug und der war wirklich ein voller Erfolg, was mich sehr überrascht, denn normalerweise bin ich sehr ängstlich in der Natur, also vor allem so am Abend, das mag ich eigentlich gar nicht und ich hasse alle Insekten, egal welche, ich mag gar keine Insekten. Und deswegen hat es mich wirklich überrascht, wie gut es mir gefallen hat, draußen ja mehr oder weniger im Freien zu schlafen. Ich bin in einer Hängematte geschlafen mit so einem Moskitonetz und das hat wirklich super funktioniert. Also das ist dein Zeichen, wenn es etwas gibt, wovor du Angst hast, was du aber gerne machen würdest, dann probier es aus. Und ja, ich wollte euch ein kurzes Buch-Update geben, natürlich. Ich habe meinen Kindle mitgenommen und ich habe die ganze Zeit, wenn ich Zeit hatte, Happy Place gelesen und ich muss sagen, mir gefällt das Buch bis jetzt wirklich sehr, sehr gut. Es ist super einfach zu lesen, super unterhaltsam. Ich finde die Geschichte auch interessant. Ich muss sagen, ich mag die Charaktere gerne, aber ich fühle mich ein bisschen distanziert von den Charakteren. Also da würde ich mir vielleicht ein bisschen mehr, ich weiß nicht, eine genauere Vorgeschichte wünschen. Es gibt nämlich diese Freundesgruppe und irgendwie sind nur 2 von diesen Freunden die Hauptcharaktere und die anderen sind eher so Seitencharaktere und man weiß nicht super viel über sie, was ich ein bisschen schade finde. Aber ja, ich habe mir jetzt auch keine wahnsinnig krasse Geschichte erhofft oder erwartet, denn das ist wirklich so ein einfaches Buch, eine schöne Geschichte, die man so zwischendurch lesen kann und deswegen bin ich auch sehr zufrieden, denn genau das habe ich erwartet und ich bin jetzt bei 61%, ich bin beim Kapitel 23 und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt noch knapp 3 Stunden im Buch verbleiben, 2 Stunden 51. Und ja, ich freue mich wirklich darauf, das Buch weiterzulesen. Wie ihr gesehen habt, habe ich auch mit John Steinbecks Of Mice and Men angefangen. Aber das wollte ich jetzt nicht mit zum Campingtrip nehmen, denn ich wusste, am Abend kann ich sowieso kein Buch lesen, da ich kein Licht haben werde.
Und deswegen habe ich jetzt bisher nur diese Introduction gelesen und habe kurz beim ersten Kapitel angefangen, aber dann gesehen, dass das Kapitel ziemlich lange ist und ich hatte irgendwie, ich kann mich nicht erinnern, nicht mehr so viel Zeit oder ja, nicht so viel Lust, so ein komplizierteres, langes Kapitel zu lesen. Und deswegen habe ich jetzt noch nicht wirklich damit gestartet. Aber ich freue mich auch schon sehr auf dieses Buch und ich bin mir nicht sicher. Ich denke, ich werde vielleicht zuerst Happy Place fertig lesen, da ich auch eine sehr stressige Woche vor mir habe. Und ja, deswegen ist es einfach für mich super, diese ja einfache Abendlektüre mit Happy Place zu haben. Und ja, das ist mein kurzes Buchupdate für Montag und dann sehen wir uns morgen wieder. Hallo Freunde, es ist Mittwoch, das heißt, es ist der vorletzte Tag unserer Lese-Challenge und wie du vielleicht gesehen hast, habe ich gestern Happy Place von Emily Henry auf meinem Kindle beendet und was soll ich sagen, das Buch war wirklich genau das, wonach ich eigentlich gesucht habe. Es war ein Comfort-Read, also es war wirklich einfach zu lesen, eine wirklich schöne Geschichte mit nicht zu belastenden Themen und es war wirklich einfach zu lesen und das war einfach genau das, wonach ich gesucht habe. Es behandelt auch verschiedene Themen des Erwachsenwerdens und das fand ich einfach so schön, denn irgendwie sind oft diese romantischen Geschichten eher ein bisschen jugendlich, obwohl es nicht jugendliche Bücher sind, also nicht YA-Bücher. Ich weiß nicht, manchmal sind die sehr, ja, unoriginell und irgendwie so, keine Ahnung, nichts für mich. Und deswegen war Happy Place wirklich eine sehr positive Überraschung. Und das war jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Buch, was ich von Emily Henry gelesen habe. Ich habe auch Book Lovers gelesen und ich glaube, People We Meet on Vacation ist auch von ihr. Und ich muss sagen, alle Bücher, die ich von ihr gelesen habe, waren wirklich super gut. Und ich kann sie nur empfehlen, wenn ihr eine einfache Abendlektüre oder auch eine Sommerlektüre sucht, denn vor allem natürlich People We Meet on Vacation ist ein sehr sommerliches Buch und ich möchte gerne von ihr auch Beach Read lesen, vielleicht auch, wenn ich irgendwann selbst mal am Beach bin. Also ich glaube, das sind so perfekte Sommerbücher. Ja, ich glaube, ich würde Happy Place mit 3 Sternen bewerten. Das ist wirklich ein gutes Buch, was man schnell mal zwischendurch lesen kann, was nicht zu viel Gehirnkraft braucht, um alles zu verstehen. Und genau das brauchte ich auch nach dem Dostojewski-Wälzer, den ich gelesen habe. Und ja, ich weiß nicht, ob ich meine anderen Bücher bewertet habe, aber Dostojewski, ich weiß nicht genau, wie ich es bewerten soll. Ich denke, ich würde es 4 Sterne geben. Und dann noch die Verwandlung von Franz Kafka war auch okay. Es war jetzt nichts, was mich irgendwie vom Hocker gehauen hat, aber es war trotzdem ein gutes Buch. Es war super kurz und ich glaube, ich hätte mir gewünscht, ein bisschen mehr einfach noch von dieser Geschichte zu erfahren, aber es war super schnell erzählt, alles ist direkt irgendwie passiert, es wurde nicht lang um den heißen Brei geredet und ich glaube, deswegen würde ich auch die Verwandlung mit 3 Sternen bewerten. Und natürlich, was jetzt als nächstes kommt, ist Of Mice and Men von John Steinbeck. Ich habe bisher, wie gesagt, nur diese Introduction gelesen und bin jetzt beim ersten Kapitel. Und ja, auf das freue ich mich jetzt auch wirklich schon. Und irgendwie hätte ich auch Lust, wieder ein
einfacheres Buch zu lesen, einfach weil ich diese Mischung super gerne mag von anspruchsvolleren Büchern, aber auch einfacheren Büchern. Aber irgendwie alle Bücher, die ich mir in letzter Zeit bestellt habe oder gekauft habe, waren Klassiker. Und meistens ist es eben so, dass Klassiker ein bisschen anspruchsvoller zu lesen sind. Also ja, ich werde meine Augen offen halten nach einem einfachen Buch, das ich auch lesen kann. Wenn ich vielleicht Lust dazu habe, werde ich Beach Read noch lesen von Emily Henry, einfach weil mir ihr Schreibstil so gut gefällt und ihre Geschichten auch irgendwie so real sind und nicht so komplett, ja, komische Situationen, in denen man sich nie selbst wiederfinden würde. Ich werde jetzt anfangen, Of Mice and Men zu lesen, freue mich wirklich schon sehr darauf, auch ein sehr kurzes Buch. Ich weiß nicht, ob ich es bis morgen schaffen werde, aber wir werden es sehen. Und ja, das war mein kurzes Update für Mittwoch und ich denke, wir sehen uns morgen nochmal. Willkommen zum letzten Tag der Lesewoche. Es ist jetzt wieder Donnerstag, das heißt, es sind genau 7 Tage vergangen und ich habe auch gerade mein letztes Buch für heute, für diese Woche beendet, für diesen Tag beendet, nicht diese Woche. Und das war Of Mice and Men von John Steinbeck. Ihr habt ein paar Ausschnitte gesehen, wie ich dieses Buch gelesen habe und es war wirklich auch eine sehr kurze Geschichte, ziemlich einfach zu lesen, nicht so einfach wie Happy Place, aber es war nicht super kompliziert. In der Geschichte geht es um Freundschaft und um Einsamkeit und John Steinbeck behandelt auch Themen wie zum Beispiel die Unschuld und auch die Intelligenz und das Schicksal und das war wirklich sehr interessant, es war teilweise sehr überraschend, also das Buch hat mich wirklich überrascht, besonders jetzt am Ende war es ein bisschen seltsam. Also es war wirklich eine sehr, ja, interessante Geschichte. Ich muss sagen, mir hat das Buch nicht so gut gefallen wie East of Eden. Also ich glaube, ich würde auch diesem Buch 3 Sterne geben. Also irgendwie sind alle Bücher so okay gewesen, die ich jetzt diese Woche gelesen habe. Aber es war jetzt kein krasses Buch dabei, was mich irgendwie voll überzeugt oder voll überrascht hat. Das war jetzt das letzte Buch, was ich diese Woche, die ihr mich begleitet habt, gelesen habe. Das heißt, ich habe insgesamt 3 oder 4 Bücher gelesen, je nachdem. Ich habe jetzt in diesen 7 Tagen in dieser Woche 960 Seiten gelesen, was eigentlich voll viel ist, also das überrascht mich, aber das war es dann auch schon mit meiner Lesewoche. Ich hoffe, es war für euch auch interessant und wie immer schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, was du gerade liest, wenn du eines von den Büchern gelesen hast, die ich euch ja gezeigt habe, die ich in dieser Woche gelesen habe, dann lass mich das auch wissen und auch deine Meinung dazu. Und ich habe mich wie immer gefreut, dass du mit dabei warst. Fühl dich gedrückt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!